Ja, um Himmels Willen oder um Gottes Willen, je nachdem, welche Sichtweise man da an den Tag legt. Heute war bzw. ist noch Sonntag, der 13.08.2023, in der Mitte eingeblendet. Pfarrer Pastor Jakob Czanke, schon oft in meiner Sendung gewesen, immer wieder sehr gerne. Nach wie vor ein Pastor, ein Mensch, den ich in der allerhöchsten Champions League Liga ansiedeln möchte. Er hat heute den dritten Teil daraus gehauen. Was heißt Christsein praktisch? Zugegeben, es ist nicht so, dass ich dem Jakob blind folge. Und es ist auch nicht so, dass ich unkritisch bin. Und es ist auch nicht so, dass ich alles verstehen muss. Und so weiter und so fort. Aber deswegen bringe ich das halt auch gerne immer wieder rein, weil jeder ist natürlich individuell unterschiedlich und sieht die Sache dann mal so, 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 so. Der Tipp mit der Kinderbibel, den finde ich gar nicht schlecht. Sollte ich vielleicht mal noch aufnehmen oder mir mal was vorlesen lassen. Vielleicht mache ich auch da mal, dass man sieht, dass ich da gar nicht so viel verstehe draus, weil ich wirklich viele Sachen nicht verstehe. Klärt sich aber im Video, das wäre dann Teil 2. Im Teil 1 geht es natürlich wieder um den ganz normalen Wahnsinn, den ich, um es ein bisschen erträglicher zu gestalten, satirisch verpackt habe. Könnt ihr dann gerne gucken bei VK, Odyssey, Rumble, VK und BitChute, genau, und dann sehen wir uns vielleicht gleich wieder. Tschüss!